What's up, Bitches? Willkommen zurück zu Grand Theft Auto 5, meine lieben Freunde. Weiter geht's. Bevor es aber weitergeht, will ich ganz kurz nochmal in die Garage gehen, um etwas nachzuschauen. Ich komme ja auch irgendwie zur Garage, genau. Oh ja. Der ist immer noch da. Mein Schatz. Eieiei. Ist das Fahrrad eigentlich auch immer noch da, wo ich das geparkt habe? Nee. Ich weiß nicht, aber irgendwie kann man scheinbar nicht diese Fahrzeuge, die man halt kauft, zum privaten Fahrzeug machen. Also, dass man immer wieder die Karre vorfindet, wie zum Beispiel die hier zum Beispiel. Ich will halt diesen Adder zu so einem blauen Fahrzeug machen. Wisst ihr, was ich meine? Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt die Karre hier rausfahre? Ist er eigentlich blau? Also, ein privates Fahrzeug, dass es ein privates Fahrzeug ist. Nee. Ich will halt den weg haben. Eigentlich lohnt sich das dann gar nicht, wirklich richtig den Adder richtig aufzutun. Denn lohnt sich es mehr, den hier richtig aufzutun irgendwie. Keine Ahnung. Naja, egal. Auf jeden Fall werde ich nochmal hier kurz den Adder hier in die Garage parken, auf jeden Fall. Damit er hier nicht wieder irgendwie abgeschleppt wird oder, keine Ahnung, despawnt oder was weiß ich. Boah, der Alter. So nachts, ne? Sieht das ja richtig geil aus, Alter. Alter, was für eine Garkauer. Huiuiui. Okay, genug gespielt. Wir schauen mal kurz nach, was die Aktien hier so machen. Mace Bank, wo bist du? 3%. Soll ich da rein investieren bei 3%? Nee, ne? Finde ich irgendwie nicht so mega geil. Gruppe 6. Alter, Alter, what the fuck, was ist mit der verkehrt? Ich will irgendwas rein. Was ist Bank of Liberty? Was ist da los? Die steigt ja auch ein bisschen irgendwie, kann das sein? Hm, naja. Soll ich da rein investieren in eine Basebank? Irgendwie habe ich schon darauf Bock. Ich weiß nicht. Das lohnt sich gerade gar nicht überhaupt eigentlich. Ich will nur was reinvestieren, aber ich weiß nicht, was halt. Fly Us? Oh, Fly Us macht gerade einen Start nach oben irgendwie. Vangelico? Ganz ehrlich, ich glaube. Wo ist Meriwether gerade? Meriwether? Ja, ja. Ich glaube, ich investiere einfach mal so in eine Gruppe 6. Die ist ja jetzt gerade recht weit unten. Und ja. Ja, komm. Gruppe 6. Try it. Wir tryen einfach mal. Machen wir dann auch mit jedem Charakter einfach mal und dann, ja, wir brauchen halt mal wieder ein bisschen Geld. Mit Franklin brauchen wir auf jeden Fall recht viel, denn mit denen würden wir ja auch, but shit, I ain't getting drunker. Mit denen würde ich mir ja auch gern mal den Adder kaufen, obwohl es eigentlich fast gar nichts bringt, könnte man sagen, wegen, ja. Ist ja kein privates Fahrzeug, was immer da steht, wo du bist halt. Wie zum Beispiel jetzt bei Franklin. Okay, da steht auch gar kein Fahrzeug bei ihm. Denn meistens ist es ja so, wenn ich irgendwie zum Charakter switche, befinden sich an einem Ort und dann ist es meistens so, dass die Karre sich denn da meistens dann auch noch befindet. What the fuck? Zum Beispiel er hier. Er fährt halt jetzt hier mit seinem privaten Fahrzeug. Ist doch spannend. Oh, ich habe noch was vergessen hier. Moment mal. Ich muss doch kurz hier Musik reinhauen. So, bloß der falsche Radiosender. At the end of the day, it's just a public decency thing. Wanna put all these resources on a dude playing show and tell? Alter, 2 Sterne. Ist sein Ernst, Trevor? Mann, Mann, Mann. Der hat echt Langeweile. Einfach nicht mal klar mit den Kollegen. Oh nee, 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 nee. Ich hab keinen Bock mehr. Ah, fuck my life, ey. Ganz ehrlich, ey, Trevor, ey. Warum eigentlich auch 2 Sterne, ey, immer? Das ist einfach so nervig. Warum denn nicht nur 1 Stern? Ey, ja, aber 2.
Immer scheiße. Aber ich glaube, hier bin ich safe hier. Hier schaut es gut aus. Joa, sieht gut aus. Alter, kommen die jetzt wirklich hier entlang? What the fuck? Woher wissen die denn das? Kapier ich nicht. Echt logisch, ne? Ja, eigentlich entkommen, super. So, mit denen investieren wir natürlich auch noch in... Was war das? Das war Gruppe 6, genau. Gut. Sehr schön. Und jetzt noch eine nächste Mission hier starten. Und zwar... Das T ist hier noch. Sonst ist hier nichts, ne? Ich sehe jedenfalls nichts. Können wir das eigentlich auch mit Franklin machen oder nur mit Trevor selbst? Warte mal kurz, gucken wir mal ganz kurz nach. Mit Franklin vielleicht, geht das? Würde mich mal brennend interessieren, ob das geht. Oder ist es nur eine Mission für... Ja, okay, ist nur wirklich eine Mission für Trevor, ist ja low. Okay, dann machen wir eine einzelne Mission nur mit Trevor. Okay, gut. Soll mir recht sein, meinetwegen. Auch gut. Trevor, so, Alter, das ist auch noch am Arsch der Welt, ne? Boah. Mann, ey. Was denn noch mit so einer Karre, ey, weißt du? Ah. Das kann jetzt echt 10 Jahre dauern. Aber naja. What? Who is this? It's me. I shouldn't have called. But Patricia! Mrs. Madrazo! Hey! Are you behaving, Trevor? Oh, yeah. Yeah, sure. Patricia, I really miss you. Time together. It's very important. I have to go. Alter, what the fuck? Alter, das Bild, oh, wie süß. Ich dachte erstmal schon, da ruft jetzt irgend so eine Verrückte an, die erstmal Trevor einen vorstöhnt, Alter. What the fuck? Ich wollte schon anfangen zu fetten. Ne, Quatsch, was, Alter? Nee, aber erstmal, what the fuck? Auf einmal stimmt die erstmal total ins Telefon rein. Aber auch geil. Hammer geil. Was ist denn das für eine Karre? Ah, nee. Also wenn ich schon aussteige, dann sollte es sich auch schon lohnen, sage ich mal, ne? Dann sollte es sich auf jeden Fall schon lohnen. Wie zum Beispiel bei der Karre, oder? Oh, ne. Ja, Motorrad ist auch nicht so geil. Ja, lass mal stecken. Lass mal stecken. Was ist das hier? Immer nichts Geiles hier am Start. Oh, guck mal, der LKW. Wow. Ja. Beste Karre. Mit bestes Speed. Was ist das für ein Motorrad? Ah, nee. Ich will, wenn schon ein Motorrad, dann so einen richtigen Flitzer halt haben, anstatt so ein Dingensbike da. Das halt so aussieht wie so eine Harley halt. Vielleicht aussteigen, wenn in der Karre kommt. Hauptsache ein bisschen eine bessere Karre hier. Obwohl. Super, haben wir schon mal eine andere Karre hier. Die etwas besser ist. Ich werde auf jeden Fall auch noch im Laufe des Let's Plays auch noch so ein Part, also wie der Folgepart war, mit Trevor und Michael machen. Also wo wir einfach nur Sachen für Michael und Trevor, für Franklin und Trevor machen. Alter Mann, meine Nase.
für Franklin und Trevor Sachen kaufen. Also von wegen Waffen, Wagen, Kleidungen und Pipapo. Und ja. So, wir werden dann auch schon gleich. Was ist denn da los? Alter, was für ein geiler Flitzer. Oh, ich will dich. Ich will den haben. Ich will die Karre haben. Ich will die Karre haben. Ich will die Karre haben. Ja, ja, komm ich auf. Oh, yeah. Geile Karre. Ach, das ist wieder der Coil hier. Coil ist ja auch nicht schlecht, ne? Den würde ich mir gerne mal irgendwie kaufen für Michael. Naja. Starten wir jetzt die nächste Mission. Ach, das ist wieder hier das Gebiet. Ach, da müssen wir nach oben. Ah. Jetzt habe ich den Dreh raus. Ah. Sehr schön. I miss you already. What? What the F-word are you doing here? That's a funny way to greet your cousin. You ain't my G-damn cousin, Trevor. I thought we was family. But please, just go and ruin somebody else's home furnishings. Who the F is that boy? No one, my sweet. Hey, by any chance, did you catch crabs at that conference? What? I heard that those conferences are regular little fuckfest, huh? Guy, come in. I'd like you to leave right now. Oh, yeah. Some serious corporate gangbanging going on, right? Yeah, with every executive and director of communications from here to Bangalore taking it left, right, and center in the name of team training, right? I mean, now that's what Floyd told me yesterday as he was staring at my my penis. I want you to leave now! Look, this is all I've got, all right? I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me, okay? And look, Deborah, I love you, and I love you too, Floyd. Why can't we all just be together, huh? You can have Mondays through Thursdays, you can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, is normal so good, huh? Look, Deborah, Floyd, will you marry me? Get out of my condo! And you go too, Floyd, I told you, I've got a career! I don't need this crap! Yes! There. You made me swear. You're crap, Floyd. Crap! You're not a man at all. Bob's right about you. Oh, who's Bob? I want both of you to go now. You and your weird friend. Whoa! Hey! My name is Trevor, sweetheart. I could give a fuck what your fucking name is! I'm not afraid to use this. I'm not. Bob taught me. Fuck Bob! You people are not very fucking nice! Oh, hey there, Trevor! Hey there, Wade. Did you meet Deborah? Interesting lady. I should probably go say hi. I wouldn't. Why not? Let's go get in the car, all right? Let's go have the time of our lives. Oh, I know Spaß. Exactly where to take you. Ich werde auch gleich einen einsteigen, aber weiß genau, welche Karre mir gehört. Hammer geil. Oh, Stripclub. I can run in and get Floyd and Deborah. I know she seems kind of uptight, but she can have fun. No. I don't think she can, Wade. Just Floyd then? Floyd's gonna meet us there. Boys trip. Exactly. Oh, Trevor, what have you got all over yourself? You're all red. You got syrup? Yeah. Syrup. Accidents. We've all been there. We sure have, but
But it don't taste like syrup. Don't taste me, all right? Just no licking. Okay. Hey, you remember when we met? Sure, last year. I was on the way to the gathering with Daisy Bell and Kush Chronic and... And you stopped in Sandy Shores to get lit, and you met a dealer and he looked after you. You met a dealer and he looked after you when your friends had abandoned you. That was weird, weren't it? The last time I saw him, it was with you driving out to the quarry, and then they just disappeared. Poof! Right? I mean, they were gone. Some friends, right? And now Cousin Deborah don't want you around? I mean, there's a pattern here. The Congo did get messy. The pattern is you can't rely on anyone. Anyone except me. Look, this is it. Okay. So, this is where Floyd is gonna meet us, the strip club? Oh, yeah. That's unlike him. He's a real homebody. He loves that apartment. Interestingly, you and me, we got a new home. Where? Here. Right here. Here? Here. Now, I know it's unconventional, but that's the way we roll, homie. Hey, you two, I want you to give this boy a good time for a long time. Hey, gorgeous. Tell me where the manager is for this fine establishment. Through there and take two doors to the right. Mm-hmm. There. To the right. Thank you. Amigo! Prepare to meet your new partner. Mm-hmm. Warum switchen wir denn jetzt den Charakter? Oh, hey, Lester. Hey, Trevor just called about the big one, the UD. You know anything? Yeah, I told him we could hit it. You down? Of course I'm down. Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taking over the Vanilla Unicorn Gentlemen's Club. All right, message Franklin. Okay. What the fuck, das war schon die Mission? Feierabend. Alter, wir nehmen auch hier 17 Minuten auf. Gar nicht so wenig. Ich würde ja persönlich jetzt gerne, ehrlich gesagt, ein bisschen schlafen, bis die Aktien gut stehen hier. Bei Gruppe 6 war das, glaube ich, ne? Wo wir jetzt investiert haben, ja, Gruppe 6. Bisschen wieder Money machen. Am Ende des Parts wegen unser geiler Michael braucht ja wieder mal das Geld. Wir haben ja schön alles auf den Kopf gehauen. Und ja. Machen wir jetzt einfach mal noch am Ende des Parts. Ich hoffe bloß nicht, wenn wir jetzt hier mit Trevor hier wieder switchen hier, dass wir nicht hier gleich die nächste Mission starten. Das befürchte ich nämlich so ein bisschen. Denn der ist ja jetzt gerade noch im Stripclub irgendwie, keine Ahnung. Alter, wie viel Minus, what the fuck. Das kann jetzt erstmal wieder 10 Jahre dauern, glaube ich. Ah, Mann, Alter. Warum ist auch die Maze Bank nicht irgendwie weit unten vom Stand irgendwie? Die muss ja die ganze Zeit im Plusbereich sein, ey. Da lohnt sich das halt nicht so richtig hardcore, da rein zu investieren. Ja. Ich glaube, das ist immer noch nicht richtig gut bei der Gruppe 6, von daher lege ich mich gleich nochmal schlafen. Und dann schauen wir mal nach, wie denn die Gruppe 6... ist. Ich hoffe mal, dass die Aktien da jetzt gut stehen. Mann. Und wie schaut's aus? Ja, immer noch Minus. Du alte Sau, du. Fuck my life. Mann. Sag ich doch mal, ja, zweimal schlafen. Ja, zweimal schlafen. Sollte reichen. Dass sich da wieder was geändert hat. Kann bloß wieder 10 Jahre dauern, Alter. Mann. Und wie schaut's aus? Gruppe 6, du alte Sau, du. Ah, wie schaut's aus mit Meriwether? Ach, Meriwether steigt, siehst du? Ah, so eine Kacke.
Hätte ich bloß in Merriweather rein investiert, Alter, dann hätte ich Schotter gemacht ohne Ende. Jetzt kann ich schon mal 10 Jahre warten, bis Merriweather wieder runtergeht, damit Gruppe 6 steigt. Hoho, Alter, und das dauert Jahre. Also meistens habe ich irgendwie nur Pech mit den Aktien. What the fuck? Okay, ihr ballert da rum wie sonst was, ey, wieder. Hammergeil. Ich frage mich auch, warum? Immer wenn ich hier im Unterschlupf bin, dann wird geballert. Wenn ich draußen bin, wird nie geballert, außer wenn ich halt in einer Mission bin. Ey, das ist echt irgendwie ein bisschen komisch. Kein Plan. Naja. Ich schaut's jetzt aus? Komm schon, bitte. Oh, jetzt geht schon wieder ein bisschen runter vom Minus her. Merriweather sinkt und jetzt steigt wieder Gruppe 6 wahrscheinlich, ne? Wo ist denn Gruppe 6? Alter, ist die weit unten. What the fuck, was habt ihr gemacht? Och, herrje. Also ich möchte mal anmerken, dass die Gruppe 6 ganz schön scheiße jetzt gerade momentan ist von den Aktien her. Die ist richtig weit unten, Alter. Holy shit, ey. Das schaut echt überhaupt nicht gut aus, ey. Da kann ich mich erstmal 10 Jahre schlafen legen, ey. Damit sich das irgendwie ändert. Mann, oh Mann, oh Mann. Ach du Scheiße, ey. Naja, egal. Irgendwann, beim 100. Mal schlafen legen, ändert sich da schon was. Hoffe ich jedenfalls. Oh, Alter, wie viel Minus, ey. Guck dir das an, Alter. Oh, 103.000. Ja, easy, kein Ding. Oh, mach ich. Nehme ich in Kauf. Oh, Alter. Meine Fresse. Nee. Ja, komm. Dreimal nochmal hintereinander weg hier schlafen, würde ich sagen. Das muss auf jeden Fall drin sein, meine lieben Freunde. Oh Mann, ey. Ich stelle mir gerade gleich so vor, Trevor im Anzug, wenn wir halt wieder so einen Part machen, wo ich halt mich nur um einen Charakter kümmere, um halt sein Leben irgendwie ein bisschen besser zu machen. Ich weiß gar nicht, welche Sachen ich Trevor gebe, so kleidungsmäßig. Also Michael passt perfekt im Anzug rein, das ist klar. Aber Trevor im Anzug? Ach du Scheiße. Also Franklin gebe ich auf jeden Fall so ein ganzes Muskelshirt und keine Ahnung, das ist klar. Oder vielleicht oberkörperfrei und eine geile Hose. Ja, so ich halt so Gangster-Style, aber Trevor? Keine Ahnung. Kein Plan! Naja. Och Mann, Alter, Jungs. Wie lang denn noch? Wie lange muss ich mich denn jetzt noch schlafen legen? Ach ja. So, machen wir uns mal ein bisschen gemütlicher hier. Kann ja jetzt sich nur noch um Stunden handeln. Ich mach's halt so lange wirklich, bis ich irgendwann im Plus bin. Irgendwann wird's schon so sein. Dauert bloß 10 Jahre. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, ne? Hoffe ich jedenfalls, ja. Und für die Leute, die sich vielleicht darüber aufregen, dass ich denn immer so viel Zeit irgendwie verschwende mit dem Schlafen und Pipapo. Leute, ihr könnt ausschalten. Es passiert nichts mehr. Ich lege mich jetzt nur noch schlafen bis zum geht nicht mehr. Mehr passiert echt nicht. Das ist klar, deswegen mache ich es auch so, dass ich diese Scheiße immer am Ende des Parts mache. Wenn am Anfang des Parts steht halt im Vordergrund immer eine Mission. Und am Ende des Parts steht ein bisschen Money machen. Was natürlich jetzt momentan noch nicht so ausschaut. Ich mache eher Money-Verlust bis zum geht nicht mehr, aber irgendwann, in einer Stunde, wird die Aktie steigen. Ich weiß es. Guck mal, da habe ich schon, glaube ich, schon das Geld von der Immobilie so bekommen, Alter. So lange dauert die Scheiße schon. Ja, Immobilien-Money habe ich gerade schon bekommen. Ich habe schon wieder meine 4.000 bekommen. Alter, ist schon so ein bisschen lächerlich. Ich meine, wie viel Geld hat die Immobilie gekostet? 300.000 oder so und 4.000 bekomme ich. Alter, guck dir, Alter, ja klar.
Ja, ich mache ein bisschen Minus, warum nicht? Hey, macht Spaß. Hey. Oh Mann, ey, so eine Scheiße, Alter. Ich freue mich an den Tag, ey, beziehungsweise, keine Ahnung, sobald die Gruppe 6 wieder ein bisschen steigt. Och nee, ey. Lalalalalalalala. Knacks, knacks, bis zum geht nicht mehr, ey. Komm, nehmen wir uns mal richtig zurück hier, so zack. Oh ja. Das ist schön. Hey, ist mir scheißegal. Ich leg mich 10.000 Mal schlafen. Ist mir scheißegal. Bis irgendwann die Aktie gut steht. Und? Was macht ihr gerade? Schreibt es doch mal einfach in die Kommentare. Das Geilste ist, wenn ihr das jetzt in die Kommentare schreibt. Und dann sind da locker schon wieder wahrscheinlich 20 Tage oder so vergangen, bis ihr eigentlich mal den Part seht und ich die Kommentare sehe, wo ich dann mir denke, wenn ich mir anschaue, hör, was interessiert mich denn das? Weil ich es dann nicht mal wusste. Wegen momentan läuft gerade im Internet, welcher Part, keine Ahnung. Könnte ich ja mal einfach mal Just for the Lulz nachgucken auf dem Handy. Welchen Part ihr euch jetzt gerade momentan anschaut, wo ich gerade aufnehme. Dann seht ihr mal, wie viel Parts ich schon im Voraus aufnehme. Das ist schon heavy. Der 26. Part schaut euch gerade an. Der 26. Part. Und wir sind jetzt schon bei Part 39, 40, 41, irgendwie so in den Dreh. Ja, mir macht GTA 5 auf jeden Fall eine Menge Spaß, wie man merkt. Das ist aber wirklich auch im Ernst so. GTA 5 ist einfach, keine Ahnung, GTA 5 bockt einfach. Die Storys sind geil, das System ist geil, die so ganz Kleinigkeiten sind geil. Ach, das Spiel ist einfach perfekt. Außer was vielleicht manche Abstürze anbelangt und was dieses Autokauf angeht, davon bin ich irgendwie nicht so begeistert. Okay, der Absturz ist halt nicht so wirklich vom Spiel her, aber der Autokauf eher. Wenn man sich das Auto kauft, dann würde ich das gerne als persönliches Auto festmachen irgendwie. Aber das geht ja leider nicht irgendwie. Schade eigentlich. Also wie das Auto, das würde ich halt so machen, wie das Auto, was unser Sohn geupgradet hat. Mit diesen Dollarfelgen und keine Ahnung was. Weißt du, was ich meine? Geht aber leider nicht. Aber im Online-Modus kann man sein gekauftes Auto als persönliches, glaube ich, machen irgendwie. Aber schade, dass es nicht im Singleplayer irgendwie geht. Finde ich irgendwie hart low. Alter, guck das mal an, ey. Die ganze Zeit hier runter. Wo ist denn eigentlich Gruppe 6 grad? Gruppe 6 steigt doch schon wieder. Aber ich bekomme davon nichts mit. Weil ich die ganze Zeit im Minus war. Scheiße. Da brauche ich. Obwohl, vielleicht, wenn ich jetzt vielleicht auf dem Handy gucke, vielleicht habe ich jetzt Plus. Aber glaube ich nicht. Ach, ist das ein Scheiß, ey. Alter, 152.000 minus. Nein. Ich hoffe mal, ich bekomme das nochmal los, ey. Ich weiß nicht, aber ich habe, glaube ich, da ein bisschen so eine Scheiße gebaut. Eieieiei. Ach komm, gib mir plus bitte 100 plus oder so. Ich will auf jeden Fall keine 152 plus minus irgendwie haben, ey. Beziehungsweise 152.000 minus. Oh, fuck my life, ey. Irgendwie ist es doch nicht so todsicher scheinbar, die ganze Zeit schlafen sich zu legen. Ach, kacke, ey. Ja, am besten ist es wirklich, wie schon öfters gesagt, in eine Maze-Bank rein zu investieren. Da weiß man genau, die sinkt nicht die ganze Zeit. Da sagt sie selbst von sich aus, ja, ich steige dann irgendwann wieder. Aber wir haben schon ein bisschen weniger bekommen vom Minus, glaube ich, her. Vorher war es 150.000 irgendwie.
Und jetzt 142.000. Juhu. Das lohnt sich. Wie schaut's jetzt aus? Kommt schon, bitte, bitte, bitte. Bitte. Ah, guck mal, geht schon langsam runter vom Minus her. Und ich wette, die Aktie an sich steigt gerade richtig enorm, ey. Also, kurz gesagt, wenn ich jetzt vor 2 Tagen ingame-mäßig in die Firma investiert hätte, hätte ich schon längst richtig hart Plus gemacht. Bloß muss ich ja erstmal das Minus wegbekommen. Bank of Liberty, Alter, was ist damit los? Gruppe 6, wo ist die? Wo ist die denn? Ja. Was ist denn hier los, ey? Mann, 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 ey. Die Maze Bank ist, glaube ich, jetzt gerade schon in Minus, oder? Kann das sein? Die Bank of Liberty ist gerade oben. Von daher müsste eigentlich rein logischerweise die Maze Bank richtig scheiße sein gerade. In der würde ich jetzt gerade richtig gern rein investieren in die Maze Bank, ne? Aber geht ja leider nicht. Wo ist die Maze Bank? Da Bank of Liberty oben und die Maze Bank irgendwo unten. Alter, ist die weit unten? What the fuck? Oh, scheiße. Okay, da würde ich doch jetzt nicht so gerne rein investieren. Höchstens, wenn die irgendwie bei minus 2% ist oder so. Aber erstmal muss ich meine Sache hier wieder hinbekommen. Alter, 161.000 im Minus. Ey, das ist echt nicht wahr, Alter. Nee, das werde ich auf jeden Fall so nicht verkaufen, dieses Minus. Nein, nein, nein. Sicher nicht. Da werde ich mich 10.000 Mal schlafen legen. Irgendwann, irgendwann geht das schon wieder runter. Und im Plus, hoffe ich jedenfalls. Ich bin davon jetzt gerade nicht so wirklich hart überzeugt. Es war ja kurze Zeit im Plus die Gruppe 6. Das hat es mir nicht so wirklich gebracht. Man hat halt wirklich nicht so wirklich die Veränderungen gesehen. Oh Mann, ey. Na komm schon, Plusbereich, bitte, please. Oh. Oh, nee, oder? So eine Scheiße, ey. Das ist wirklich gerade richtig scheiße. Das regt mich gerade enorm auf, ey. Wird es in diesem Part zum ersten Mal sein, dass ich wirklich nicht aus dieser Minus-Finanzkrise rauskomme? Kann das sein? Schaut so aus, ne? So eine Kacke, ey. Fuck my life. Aber guck mal, geht wieder schon ein bisschen wieder runter. Haben wir schon wieder 140.000 Minus. Weil die ganze Zeit 160.000, aber trotzdem will ich trotzdem nicht verkaufen da. Ich will, wenn möglich, im Minusbereich sein. Oh Mann, ey. Komm schon, Gruppe 6, bitte. Tu mir das nicht an, Alter. Es geht schon wieder runter vom Minus. Das ist schon mal recht gut. Aber ist nicht perfekt. Ich will, dass es perfekt ist. Also heißt Plusbereich, Baby. Bitte, please. Gib mir den Plusbereich. Meinetwegen nehme ich da auch gerne minus 100 an. Denn ich würde bei 100 minus wirklich speichern, ganz ehrlich. Oh, es geht langsam runter. Oh, es geht runter. Oh, danke. Bitte noch mehr runter. Bitte, please. Weiter runter. Ey, weh, da steht jetzt wieder gleich 150.000 minus oder so, ne? Mann, ey. Ey. Alter. Ja. Läuft bei mir. Würde ich mal sagen, das läuft bei mir richtig gut gerade. Wo ist denn gerade die Gruppe 6? Okay. Und dann habe ich so viel Minus. Ist nicht schön. Nee, das ist überhaupt nicht schön.
Na komm schon. Bitte gib mir jetzt Plus. Geh wieder im Plus, bitte. Der will mich ganz schön ärgern, ne? Kann das sein? Der kommt einfach nicht mehr hoch. Ja, okay, jetzt macht er schon langsam so einen Strich nach oben, aber trotzdem bringt es mir nichts so wirklich. Er muss schon so richtig ausrasten, glaube ich, dass ich wieder im Plusbereich bin. Also ich kann, glaube ich, jetzt nur verkaufen im Minusbereich. Mehr geht jetzt nicht mehr scheinbar. Leider. Oh Mann, Alter, tu mir das nicht an, ey. Bitte Plus, gib mir Plus. Kein Minus. Ich mag kein Minus. Minus ist böse, Minus böse. Oh, Alter. Mann, ey. Das ist doch Kacke, Alter. Noch. Mir egal, Alter. Wir machen meinetwegen den Part 50 Minuten lang. Ist mir scheißegal. Wir machen es so jetzt so lang, bis ich dann irgendwann im Plusbereich bin. Ich will Plus haben. Du geile Bitch, du. Ich überlege mir gerade schon ernsthaft irgendwie zu sagen, fuck you. Ich lade einfach den letzten Spielstand. Und dann vielleicht sieht es ja dann besser aus. Wegen des Systems ist ganz schön komisch. Wegen, wenn man jetzt. Oh, guck mal. Schon 94.000 minus. Alter, sie sind schon bei 6%, Alter. Das dauert Jahre, bis ich irgendwann mal Dingens habe. Plus. Wenn ich vor ein paar Minuten in die Gruppe 6 rein investiert habe, hätte zum ersten Mal. Den hätte ich Schotter gemacht ohne Ende, aber jetzt muss ich erstmal diese Minus wegbekommen. Und das wird nichts. Das wird absolut nichts. Wie schaut denn das aus, wenn ich jetzt das Spiel laden drücke? Wo habe ich denn letzte Mal gespeichert? Feierabend. 15 Uhr 55. Ja, komm, laden wir mal. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Spielstand ist. Ist mir scheißegal. Ich will auf jeden Fall kein Minus haben. Ist mir scheißegal. Könnte gut sein, dass ich jetzt gar nicht mit Michael unterwegs bin, dass ich jetzt mit Trevor unterwegs bin oder keine Ahnung was. Hauptsache, ich bin nicht im Minusbereich, ey. Was ist das für ein Spielstand? Da habe ich auf jeden Fall schon in eine Aktie investiert. Wie viel Verlust habe ich? Was geht ab? Okay. Da habe ich immer noch hart Minus. Boah, scheiße. Wie schaut denn, wo ist denn jetzt gerade Gruppe 6? Wo ist die Kacke? Die ist jetzt ganz schön weit oben. Warum ist sie weit oben? Habe ich irgendwas verpasst? Pass auf, das ist ja so Bombe, wenn ich jetzt schlafe und auf einmal komplett gleich sofort ein Plus. Aber wird niemals so sein. Das wäre einfach zu schön, um wahr zu sein. Und? Ich dachte schon irgendwie, ja, vielleicht ist ja. Obwohl 30.000, damit kann man eigentlich schon auch irgendwo ein Leben, sag ich mal. 30.000, meinetwegen, da habe ich halt 30.000 minus. Das ist halt so, wie es ist. Aber trotzdem will ich das ungern. Ich will halt schon ein Plus haben. Komm schon, bitte keine 70.000 minus. Bitte, bitte, bitte. Bitte Plus. Oh, das ist schon besser. Das sieht schon sehr viel besser aus. Damit kann man schon mal ein bisschen arbeiten. Würde ich mal so sagen. Laden, sag ich schon. Schlafen wir nochmal und mal gucken, vielleicht, wenn es Glück uns hold ist, steht jetzt da was im Plusbereich. Alter, ich bin irgendwie total am Cheaten, könnte man sagen. Ich cheate gerade wirklich ein bisschen Geld. Das ist wirklich schon so ein Gescheite. Leichtes Gescheite. Du scheiß Sau, du. Warum tust du mir das an? Warum tust du mir das an? Kollege! Ich glaube, der geht jetzt wieder komplett im Minus, kann das sein? Ja, sieht schon sehr danach aus.
Ich glaube, ich muss verkaufen. Ich muss wirklich die Minus-Aktien da verkaufen. Oh. Danke. Danke, mich hat ein Gott erhört. Ich will gar nicht wissen, was die Gruppe 6 jetzt für einen Aktienstatus hat. Ich will es gar nicht wissen. Die ist jetzt bestimmt so enorm hoch. Die fickt gerade jeden in den Arsch. Kann das sein? Nicht wirklich. Die ist im Minus und ich habe Plus? Dead Logic. Ist mir egal. Hauptsache, ich habe Plus wieder. Yes. Nach 10 Stunden hätte ich wieder Plus. Und ich wette, wenn ich jetzt wieder aufwache, dann habe ich wieder Minus. Pass auf. Ich glaube, mit der Gruppe 6 kann ich gar nichts mehr anfangen, oder? Ich glaube, da läuft nichts mehr. Ich habe wieder Minus, ne? Ja. Das war wirklich so ein... Entweder das war so ein ganz kleiner Bug, den ich jetzt gerade erwischt habe, oder das war wirklich so ein ganz kleiner Glückstreffer, wo die Gruppe 6 sagte, oh, okay, wir gehen nochmal im Plus. Ich glaube, ich lade gleich das Spiel und verkaufe die Aktie bei Gruppe 6. Ich glaube, da wird nichts mehr passieren. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Wäre natürlich schön, wenn die Gruppe 6 nochmal sagt, hey, wir machen nochmal was im Plusbereich. Aber nee, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Der Zug ist total abgefahren, leider. Nochmal kurz nach. Ich würde sagen, wir legen uns nochmal zweimal hintereinander weg. Schlafen. Wenn nicht, dann verkaufe ich die kompletten Aktien bei jedem Charakter auf jeden Fall sofort instant. Ja, komm. Let's try it, motherfucker. Nochmal schlafen. Noch einmal und dann gucken wir nochmal drauf. Wenn nicht, dann fuck you. Dann habe ich einfach den Fuck you-Status. Okay. Mein Fuck you-Status ist da. Gut. Spiel laden. Du kleine Biatch. Du fickst mich nicht in den Arsch. Dann können wir eigentlich rein tutschweise noch nachgucken, wie die Macebank so abläuft. Das ist gerade. Ich hoffe mal, dass die Macebank gerade so im Minusbereich ist. So 1 Minus, 2 Minus, 0 Minus. Und dass er dann steigt bis zum geht nicht mehr. Mal gucken. Wie schaut's aus? Erstmal hier kurz schnell hier alles verkaufen. Ja, verkaufen. Wie schaut die Macebank aus? Mace. Also Gruppe 6, guck dir das an, ey. Alter, 16%. Macebank, ja. Wo ist die Bank of Liberty? Oh, Alter, die hat wie viel? 42 Minus. Oh, Life Invader, 85 Minus. Alter Vater. Die Bonner, wo ist er? Hm. Nee, ich investiere, glaube ich, nirgendwo rein. Das glaube ich, oder? Bringt irgendwie überhaupt nichts. Ich hoffe mal, dass Franklin auch noch im Plus irgendwie ist. Aber müsste eigentlich sein. Wie schaut's mit ihm aus hier? Ja, locker im Minus. Im Plus. Bei Trevor bin ich jetzt mal gespannt. Wehe, da startet jetzt irgendwie so eine Mission, Alter. Nee, da startet gar keine Mission, glaube ich. Hoffe ich jedenfalls. Titties! 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 Oh Mann, ey. Der hat Spaß. Na komm, hol dein Handy raus. Wir müssen uns um die Aktien kümmern, mein lieber Freund. Gut. Was? Alter, du geile Bitch. Wie schaut's aus mit der nächsten Mission hier? Wo? Ah da, Trevor-Mission. Also sind wir schon beim richtigen Kandidaten, könnte man sagen. Ja, wie machen wir es jetzt eigentlich mit den Aktien? Ich würde gerne noch irgendwie gerne in irgendwas investieren, aber in was? Mace Bank ist so weit hoch. Bringt alles gar nichts. Oh, diese Mucke, ne? Die ist hundertprozentig alles Copyright geschützt. Bis zum geht nicht mehr, ey. Regt ein bisschen auf. Ja. Ab hier werde ich erstmal diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Grand Theft Auto 5 wieder. Haut rein, ihr Ficker.